Morgen. Morgen Runde geht es weit. Noch ein bisschen länger schlafen, muss ich geweckt werden. Naja, jetzt gehen wir zum anderen Bäcker. Ja, wie gesagt, gleich um die Ecke sind wir gerade losgelaufen. Davon ist er schon. Mal gucken. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ab morgen wieder zur anderen Richtung gehe. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Betriebsferien bis zum 6.7. Jo, ich gehe da mal zurück. Ich werde mal kurz Bescheid, ich komme eh dran vorbei. Was habe ich gerade gesagt? So, ich hoffe, dass der Zucker diesmal weniger ist. Ja genau, dass es weniger süß ist. Sie meinte, ich habe schon wenig. Das nennen sie wenig. Naja. Und dann kam erst niemand. Es kam noch eine zweite hinter mir. Die fragt mich, ist da niemand hier? Ich so, ne, bis jetzt nicht. Dann habe ich die Klingel entdeckt. Vielleicht sollten wir mal klingeln. Und dann kam sie. Ach, ist das lustig. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir in Erfurt gelandet. Wow. Baum im Topf. Wir sind doch gar nicht in Bremen. Ich habe gern das Brot gefunden. Tada! Sieht ja unheimlich aus irgendwie. Ich war eben schon in der Buchhandlung und ich sehe, glaube ich, schon wieder eine, oder? Was ist nur? Hier. Wie heißen sie? Souvenirsachen? Keine Ahnung. Die kleine Gasse, wo wir gerade lang gelaufen sind, das befindet sich hinter diesen Häusern. Das ist die Krämerbrücke. Das Kikaninchen ist auch da. Die andere Seite der Krämerbrücke. Ich habe die Platz gefunden. Zwei. Mango-Minzdurstlöscher. So, und das Heißgetränk ist wieder für unterwegs von Hans und Glück. Jetzt wollen die mich in diesen Fahrstuhl zwingen und auch hoch. Oh. Es gibt ja nur eine Etage. Bei Null sind wir jetzt. Das Ding hat so einen Panoramaaufzug. Ich habe jetzt schon. Wo ist hier der Griff zum Festhalten? Da! Um Gottes Willen! Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Um Gottes Willen. Wie die andere Seite. Oh Gottes Willen. Oh. Also ich weiß ja nicht, ne? Zum Glück kann man nicht nach unten gucken, durch diese Dinger durch. Erfurt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo wir hier sind. Aber irgendwas wird schon sein. Wo sind wir hier? Was ist das hier? Petersberg. Okay, Zitadelle. Ah, okay. Ja, sieht so aus. Exklusiv.
mal so rumunken. Schön rumbleiben. Ja, ja. Du auch. Jetzt hier einfach nur durch. So, Spontanentscheidung. Rodelbahn. Ich wusste bis eben noch nichts davon und hab momentan auch keine Actioncam dabei. Schade. So, es gab gleich Startschwierigkeiten. Er musste gerade selbst mitfahren, weil einmal stehen geblieben ist. Wir dachten, wir müssen da Geld erholen. Ja, ich fahre da mal hier erstmal nach oben, ne? Auf zur Runde 2 und ganz ehrlich, ich glaube, das ist die heftigste Rodelbahn, die ich jemals gefahren bin. Mein Vater hat zwischendurch gebremst. Ich nicht. Aber es ist schon. So, alle guten Dinge sind 3. Aber reicht doch erstmal. Mehr habe ich ja auch nicht. Aber Hilfe. Jetzt ist mein Vater auch ohne Bremsen gefahren. Ich fahre jetzt noch einmal, er ist nicht mehr. Er hat irgendwie 5 Chips gekauft. Nur, ist gut. Ja, okay, dann mal wieder hoch. Ich dachte, Zuckerkaffee gestern und heute ist eben der Zucker beim Einschütten das meiste. Nach da ist es nämlich ein bisschen windig gerade draußen. So, Bananensplitz, Latte Macchiato, Karamellbecher, Cappuccino und dann kommt noch irgend so ein Joghurtzeug.